Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer zu einer weiteren Folge von Perfect Tower. Und da fällt mir gerade was ein. Kleinen Augenblick. Gott, hätte ich fast vergessen. Ich bin sofort wieder da. Schaut mal, was mir gewachsen ist. Ich bin Ilona Christen. Ach ja, einfach mal das Gehirn ein bisschen pimpen, finde ich gut. Ich glaube, es sitzt ein bisschen falsch. Ich glaube, ich müsste es so rum aufsetzen. Haben mir Freunde mitgebracht von IKEA. Ich habe keine Ahnung, was gekostet hat, aber wenn ihr ein riesiges Gehirn wollt, IKEA ist euer Freund. Was zur Hölle. Ich werde es wahrscheinlich nicht die ganze Folge aufbehalten, weil ich immer noch Sonnenbrand habe und es so schon warm genug auf meiner Glatze ist. Das wird, gucken wir mal. Hatte ich nicht gesagt, ich spiele gar nicht so weit und werde den Blueprint gar nicht so weit ziehen, wie die Folge davor. Also wie bevor wir auf Tier 3 hoch sind und so. Naja. Ich habe eine Sache festgestellt und zwar... Das ist der Blueprint hier, sehr schön. Das ging mir letzte Folge ja auch schon so ein bisschen auf. Ich trage meine Haare übrigens heute offen, nur so ganz nebenbei. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in der Tat die Challenges einfach ultra viele Ressourcen geben. Also wir haben jetzt so 86.000, das kommt gerade hauptsächlich durchs Idlen. Ich halte nochmal kurz mein Gehirn in die Kamera. Allerdings aus anderen Gründen, nicht weil ich das Gehirn da reinhalten möchte. Aber keine Ahnung, also ich komme im Challenge Mode of Hard, keine Ahnung, so bis 130 oder so. Hab mich noch nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt, hab mir nur irgendwie einen Blueprint zurechtgeschustert. Ich glaube 200 oder so müsste ich erreichen, um die letzte Challenge da abzuschließen. Wir schauen gleich nochmal. Na okay, 145 sogar, das ist okay. So, und das gibt jetzt einfach mal 1,57 Millionen Special Resources, so hallo, in einer Minute. Dementsprechend, Return, das wollte ich gar nicht, Entschuldigung. Aber, was? The selected blueprint contains more blueprint points than your current total. What? Was? Das macht überhaupt keinen Sinn. The selected blueprint contains more blueprint points than your current... Will das Spiel mich eigentlich verarschen? Ich hatte hier im Default Blueprint schon irgendwie... Was ist denn das? Das ist doch scheiße. Ich hatte hier schon keine Ahnung, wie viele Blueprints reingesteckt. Unfassbar viele Blueprint Points drin. Also halt schon richtig, richtig viele. Schon so, keine Ahnung... 500.000 oder so? Aber okay. Das macht halt gar keinen Sinn, aber... Ja, was auch immer. Okay, dann baue ich mir jetzt wohl meinen Farming Blueprint wieder auf. Schade. So, erstmal... Speed auf Max, Crit Chance auf Max, Multishot auf Max, Multishot Target auf Max, Range auf Maximum, Rapid Fire Chance brauchen wir echt nicht viel. 10% reichen, um permanent Rapid Fire zu haben, wenn wir, da reichen wahrscheinlich auch weniger. Der würde wahrscheinlich auch 1% reichen, aber egal. Lassen wir jetzt mal so. Bounce auf Maximum, das auf Maximum, das auf Maximum. Kostet ja alles nichts. So, dann möchte ich auf jeden Fall
Elemental Piercing auf Maximum haben. Und dann gehen, glaube ich, mal... Ja, das geht mal auf Schaden. Auf Crit-Faktor. Und der Rest geht jetzt mal ganz kurz auf Damage. Ja. Das hatte ich mir so irgendwie nicht vorgestellt. Dass ich das jetzt alles nochmal machen muss. So, hier machen wir das quasi genau umgekehrt. Das wird ja wieder unser Farming... Quatsch, nicht unser Farming. Unser... Insane-Dingsy. Was kosten denn die Auren? Also damit brauche ich noch gar nicht zu spielen, das kann ich jetzt schon sagen, aber... Ja, okay, das lassen wir erstmal so. Achso, Moment, dann sollte ich vielleicht auch... Aber ich check's nicht. Das habe ich vorher die ganze Zeit nicht gehabt. Und das mit dem riesen Gehirn, das müsste ich eigentlich total verstehen jetzt, aber... Ich steig da gerade nicht so richtig durch, wenn ich ehrlich bin. So, das ist jetzt der Tier 2, das ist okay. Wir gucken mal ganz kurz. Ursprünglich bin ich zumindest mal auf hart bis knapp 850 gekommen. Mal gucken, wie weit wir da jetzt noch kommen. Ich bin ja skeptisch. Ach, vor allem habe ich hier überall nichts gekauft. Ja, ich krüppel. Das hätte ich vielleicht mal zuerst machen sollen. Das hatte ich nämlich auch hier alles schon wunderbar gemaxt. Also sofern sich das zu maxen eben lohnt. Also bis auf die ganzen Chances eben und das, was mehr oder minder nicht zu maxen geht. Halt ewig dauert, wie das hier. Aber so die ganzen Gem-Chances und Special Resources und so, das hatte ich alles schon längst ausgebaut. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich. Könnte eventuell damit zusammenhängen. Ich habe kurz vor der Aufnahme Blueprint... Points in... Das ist halt total lächerlich. In Blueprint Points in... wie heißen die Dinger? Ultimate Points umgebastelt. Hier sieht es nämlich inzwischen so aus. Ich habe das jetzt auf 24 runter. Den würde ich ganz gerne auf 0 runterziehen. Das wird aber vermutlich noch scheiße teuer. Also ich gehe mal locker davon aus, dass das 20.000 Blöcke insgesamt noch kosten wird. Also das sind 6 Upgrades. Aber ich glaube mit 20.000 die Utility-Box, ich kann mir Ultimate, nicht Utility, 20.000 Ultimate-Blocks kann ich da, glaube ich, locker rechnen. Den Research-Speed habe ich auch mal ein bisschen hochgezogen. Das war auch ganz gut nötig. Das geht prinzipiell auch noch mehr, weil im Moment eine Damage kostet hier, also beziehungsweise dauert schon eine Dreiviertelstunde und Hitpoints dauern einfach mal 8,5 Stunden. Das ist schon so... Ja, muss nicht sein. Hier sieht's ganz nett aus. Ich bin bei den Challenges einigermaßen weit gekommen. Also es geht so. Ich habe immerhin 14, 17 fertig. Das ist okay. Also easy und normal komplett. Das war jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht die Herausforderung. Auf hart 165 sogar schon irgendwann mal. Aber wie gesagt, damit habe ich mich noch nicht ernsthaft auseinandergesetzt. 200 bräuchten wir da fürs Letzte. Und Insane, das Höchste ist Level 50, aber da habe ich mich halt auch noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Beziehungsweise, ich habe irgendwo gelesen, dass man dafür wohl New Bounce braucht. Und New Bounce schalten wir erst auf Tier 4 frei. Also von daher mache ich mir da im Moment noch nicht so die Gedanken drum. Um auf Tier 4 aufzusteigen, brauchen wir die ganzen Dinge auch nicht. Da müssen wir auf Insane auf 1500 kommen. Das heißt, das wird wieder massiv Hitpoint-Farming. Von daher gehe ich auf das Teil wieder. Und was jetzt im Moment einfach läuft, ist tatsächlich Hardfarm. Und zwar ohne Ende. Weil das gibt richtig gut Ressourcen. Und ich muss... So langsam. Es sitzt auch ein bisschen eng. Man sieht, oh ja, man sieht den Streifen noch ein bisschen. So ein Zweitgehirn sollte man dann vielleicht auch an die Kopfgröße anpassen. Ist aber, also vielleicht, ich habe auch einen relativ großen Kopf. Vielleicht muss ich das einfach noch ein bisschen dehnen und dann ist das im Winter auf jeden Fall auch eine super warme Mütze. Also da kann man nichts gegen sagen. Wenn es regnet oder schneit, saugt die sich natürlich total voll, aber gut. Im Zweifelsfall fürs Festival eine super Sache. Ach ja.
So, 1,5 Millionen Ressourcen und Retry. Weiter geht's. So geht Farming halt richtig, richtig zügig. Und ich könnte theoretisch auch noch hier Werbung gucken, dann würde ich wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das auch auf die Belohnung zählt, aber wahrscheinlich ja, würde ich wahrscheinlich auch pro Run noch 3 Millionen Blöcke kriegen statt 1,5, aber ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock, so viel Werbung zu gucken. Also ich verstehe durchaus, dass der Entwickler damit Geld verdient, wenn Leute Werbung gucken, aber da spende ich ihm lieber direkt was. Da bin ich ganz ehrlich. Lalala. Gott, es geht so zügig. Es ist so fantastisch. Und normal. Weil es geht. Unglaublich. Das ist soweit alles okay. Ne? Ach genau, man konnte hier... Ach genau. Ich habe schon wieder vergessen, wer es war. Verdammt, ich sollte mir mal Namen merken. Irgendwer schrieb auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich glaube, es war Eintopf. Irgendwas, Gott, nein, ich gucke das jetzt nach. Das ist sonst einfach zu peinlich. Ich glaube, der Nick ist einfach Eintopf mit Schinken. Aber ich bin mir gerade echt nicht so ganz sicher. Ich muss das nachschlagen. Auf jeden Fall habe ich bislang immer total überlesen, halt Maximized Upgrades. Das ist prinzipiell, also für die, ne, für die Geschichte hier gerade total egal. Weil wir hier eh keine Upgrades kaufen können. Das ist halt der Spaß im Challenge-Modus. Aber prinzipiell ist das total gut, um sich... Alter, kann ich das mal bitte nicht so lenken, nur weil ich im Hintergrund im Browser eine andere Seite lade? Unglaublich. So, wo war es denn? Genau, Eintopf mit Schinken war es. Vielen Dank für den Tipp, dass ich den Kram ausblenden kann. Und ich glaube, das mache ich auch einfach mal. Finde ich nämlich spätestens bei den normalen Hardruns ganz praktisch, also außerhalb vom Challenge-Modus. So, irgendwer schrob gerade noch was. Aber nichts, was hiermit zu tun hätte. So, von daher vergessen wir das wieder. Und gehen wir in die Stadt. Wir haben ja jetzt ein paar Punkte. Und gehen mal rüber in den Default Blueprint auf jeden Fall erstmal. Maximieren den ganzen Shit. So. Die Auren wollte ich. Ne? Die müssen auf jeden Fall alle mit. Zack, zack, zack. Ja, das, wenn das nicht auf Maximum geht, dann will ich es gar nicht so. da können wir aber auch auf jeden Fall, also nicht, dass ich damit jetzt schon spielen würde, ne? Nicht wundern. Aber zumindest ein bisschen was können wir hier schon mal reinbuttern. Absorb reicht noch nicht für Maximum. Die Resistances, die können auch mal alle gemaxt werden. Universal Resistance reicht wahrscheinlich, naja, reicht nicht ansatzweise, aber egal, passt schon. So, der Blueprint hier, da, ja, hauptsächlich Darkness Chance, ne? Darkness ist da, glaube ich, ganz wichtig. Electricity ist ganz nett, wenn wir Static Field dazu mitnehmen. Void müssten wir dann natürlich auch leveln. Nature kann man mal machen, kostet ja nichts. Air lasse ich raus. Earth war Stun. Will ich das? Ja, ist für den Blueprint eigentlich total egal. Gravity lässt man eigentlich raus. Weiß aber nicht, ob ich das nicht trotzdem... Stun Duration, Cutting Winds will ich nicht. Shatter und Incineration ist, wenn dann interessant. Execution. Nehmen wir mit 12.000. Heiliger Bimbam. Execution Factor reicht erstmal ganz kurz da. Nicht, dass es wichtig wäre, aber ganz ehrlich, wir haben es ja. So, jetzt könnte ich theoretisch noch... Nee, scheiß auf Gravity, ganz ehrlich. Ich habe hier... Egal.
Was wir hier machen müssen, ist auf jeden Fall ganz dringend das und das und das und das und das. So, und dann sind wir doch hier schon mal halbwegs auf dem richtigen Weg. Ressourcenbonus, das wird doch alles was. Den Rest kloppen wir jetzt einfach mal kurz mit dem Schaden. Das ist okay. Und dann gucken wir doch eben nochmal auf normal hart, wie weit wir jetzt kommen. Das sollte ja schon ein bisschen was gebracht haben. Oh, ich muss hier dann auf jeden Fall auch ein bisschen was reinsetzen. Serious Missile, Super Crit, Purification Aura, Purification und so. Da muss dann auf jeden Fall was rein. Aber, ach so, die Gemaxten sind ja ausgeblendet. Ich habe mich gerade schon gewundert, so, warum ist das hier alles weg? Aber das ist total gut. Das macht das so übersichtlich. Warum? Warum habe ich das getan? Ich wollte das nicht, es tut mir leid. Es war keine Absicht. Ich bin einfach verpeilt, nee, ganz ehrlich, komm. So fangen wir gar nicht erst an. So, also hier mal und... Ah, passt schon. Okay, es ist aber schade. Ich dachte, es geht dann vielleicht auch irgendwie auf eine Seite zusammen, aber das hätten wir auch total maxen können, fällt mir so auf, aber egal. Können wir da noch machen? Ich habe Rapid Fire. Achso, Rapid Fire Chance wollte ich ja nicht maxen, richtig. Gravity und Air wollte ich nicht haben. Das hier hinten war auch alles eher zweitrangig. Hier wollte ich eigentlich auch nichts haben. Ne? Das ist ja für meinen Glass Cannon Bild alles irgendwie. Also die Auren könnte man mit reinnehmen, aber es macht jetzt auf hart für die Glass Cannon auch nicht so zwingend viel Sinn. Dann gucken wir doch mal hier. Purification, Division Shield können wir uns schenken. Warp Defense will ich nicht haben vorerst. So. Okay, wir kommen auf jeden Fall schon mal deutlich weiter als vorher. Aber man sieht einfach, es ist echt langsamer als die Challenge-Mission. Weil, ganz ehrlich, wir sind ja bei einer Minute 20 und sind jetzt so bei 700.000 Ressourcen ungefähr. Und da kriegen wir halt in einer Minute das Doppelte. Also in weniger Zeit das Doppelte an Ressourcen. Das ist halt schon mal eine krasse Nummer. Das ist halt... Ja. Also es macht fast gar keinen Sinn, fällt mir gerade so auf, den zweiten Blueprint hier mit zu befeuern, um hier so ein Farming-Ding zu haben. Wofür es ganz nett ist, ist es halt, um Edelsteine zu farmen. Dafür kann man das machen, wobei, wenn ich konkret Edelsteine farmen möchte, farme ich wahrscheinlich auch eher Insane, wenn ich ehrlich bin, weil da kriege ich die halt alle zwei Waves statt alle fünf, glaube ich. Irgendwie so. Allzu lang machen wir es, glaube ich, nicht mehr. Aber wir werden jetzt einfach deutlich weiterkommen. Wir haben, wie viele Challenge-Runs haben wir gemacht? Drei vorweg? Wenn nicht so viel, ne? Und es bringt halt einfach massiv was. Also hier wird das Farmen auf jeden Fall deutlich schneller gehen als auf Tier 2. Da gehe ich schon mal fest von aus. Hör das auch nochmal auf? Ich wollte gar nicht. Also, gut. Wenn wir schon dabei sind, dann kaufe ich auch noch weiter Upgrades. Nicht, dass ich davon noch viel haben werde, aber... Ja, okay, wir gehen immerhin schon mal locker über Wave 500. Kann man machen. Ja, okay. Schön, wenn es auf Insane so wäre, aber da habe ich noch im Moment gar keine Aktien dran. So, aber okay, das gab zumindest auch schon mal wieder 2 Millionen Ressourcen. Was wollte ich nachgucken? Ich wollte irgendwas... Ach so. Ja, ich wollte... Genau, da kriege ich die nämlich jede zweite Wave und nicht nur jede fünfte. Aber ganz ehrlich, dann macht der Blueprint hier echt wenig Sinn, dann nehmen wir einfach den für Challenge-Mode-Farmen.
Also kann auch sein, dass hier noch, ne, total Schwachsinn rumgelevelt ist, ne? Nicht wundern, ich habe da, wie gesagt, nicht viel Arbeit reingesteckt. Einfach 5 Minuten rumprobiert, naja, vielleicht auch eher 10. Aber ne, mir da nicht viel Gedanken drum gemacht. So, auf jeden Fall möchte ich hier jetzt ganz dringend auch das alles auf Max haben. Aus Gründen. So, wie sieht es denn hier aus? Serious Missile. Das ist erstmal alles halb so wild. Ah, die Purification Aura, die ist. Das möchte ich eigentlich beides haben. Zumindest erstmal auf 1%. Da können wir später noch mehr reinstecken. Und dann ist jetzt erstmal Hitpoints angesagt, ne? Das Gefühl, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen, aber Absorb habe ich gar nicht. Warum habe ich das denn nicht? Alter, weil das scheiße teuer ist. Okay, verstehe. Gut, dann verzichten wir erstmal darauf. Wobei, Entschuldigung, ich bin... Alter, das können wir jetzt immer noch nicht auf Maximum. Okay, dann... Ja, gut, dann bleibt es jetzt halt dabei, meine Güte. Hin und her und hin und... Oh Gott, Entschuldigung. Hin und her und hin und her. Und dann gucken wir jetzt mal, wie weit wir auf Insane kommen. Achso. Dass das so nichts wird, hätte ich mir total denken können, weil ich ein Idiot bin. Ja. Ja. Weil ich ein Idiot bin. Gut, das hat niemand gesehen. Das hat niemand gesehen. Großartig. Attack Speed muss auf jeden Fall hoch. Müssen wir hier den ganzen Spaß auf jeden Fall hochziehen, sonst haben wir ein Problem. So, das ist zum Glück billig. Das ist auch noch Rapid Fire Chance, brauche ich gar nicht so viel. ich Vollpfosten. So, jetzt könnte das. Okay, da fehlt uns immer noch Bounce, aber jetzt könnte das zumindest ansatzweise was werden. Die Auren machen aber auch nicht so richtig viel, oder? Also irgendwie... Was ist das eigentlich mit diesen Viechern, die hier so wahnsinnig aufgeblasen werden? Also irgendwelche Teile werden ja hier immer riesig groß und irgendwie das funktioniert alles noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich brauche auf jeden Fall Elemental Piercing. Warum habe ich eigentlich so viele Hitpoints? Achso, ja, natürlich habe ich viele Hitpoints, weil ich Hitpoints gekauft habe. Das macht total Sinn. Okay, hier brauchen wir aber... Gott, nein, das... komm, das macht so alles noch gar keinen Sinn. Also an dem Blueprint muss ich auf jeden Fall noch weiter rummachen. Ich muss vor allem mal gucken, wie ich meinen Blueprint vorher aufgebaut hatte. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Also Crit-Chance und Crit-Faktor konnte man da, glaube ich, rauslassen. Attack-Range muss auf jeden Fall hoch. Attack-Range muss hoch, Bounce muss hoch. Dann auf jeden Fall Darkness-Chance. Muss hoch. Und Elemental Piercing muss hoch. Sonst wäre ich hier, glaube ich, nicht glücklich. Electricity ist dann erstmal nicht so wichtig. Aber was ich hier... oh, ich habe die Darkness Aura auch gar nicht. Okay. Und die Universal Aura auch nicht. Okay, kein Wunder, dass das so scheiße läuft. Ja, gut. Dann, okay. Ist ja ganz ehrlich, was wir machen... ist Ressourcenfarm. Und dann machen wir das alles auf einmal. Weil, ne? Macht Sinn. Kriege ich hier eigentlich auch Edelsteine? Bin ich jetzt im richtigen Modus? Ja, bin ich. Ja, kriege ich. Okay. So, nochmal ganz kurz gucken, wie lange ein Run hier dauert. Aber ganz ehrlich, wenn ich das irgendwie eine halbe Stunde im Browser offen lasse, so nebenbei, das wird schon
nicht schön, glaube ich. Also das wird total super, weil das massiv viele Ressourcen gibt. Aber so, der Run hat jetzt halt 46 Sekunden gedauert. Mit dem, ja, sagen wir mal alles in allem 55 Sekunden. Wenn man auch gerade die erste Wave nicht skippt und so, also da kann man sich über die Ressourcenausbeute schon nicht beschweren. Ja, dann ist das, glaube ich, erstmal so der Way to go. Massiv farmen. Vielleicht lese ich mir auch noch mal ein bisschen was zu den Challenges an, aber ich glaube, das ist jetzt echt eher so eine Tier 4 Sache. Ist erstmal nicht so wichtig. Wo wir gleich noch mal was gucken könnten. Warte. So, kurz warten, bis das vorbei ist. Hier wollte ich hin. Wie sieht es denn hier oben über? Okay. Da haben wir etwas mehr als die Hälfte. Da haben wir noch nicht mal die Hälfte. Da haben wir so circa die Hälfte. Okay, Enemies Fire. Das geht auf jeden Fall. Earth und Air. Electricity. Da, okay. Also hier läuft so allmählich. Wenn wir die 6 auf jeden Fall noch voll kriegen. Das wäre relativ fantastisch. Ja, da kriegen wir richtig dick Ressourcenbonus hier nochmal zu oder richtig schönen Special Resource Bonus. Highest Wave Easy, Highest Wave Normal habe ich im Moment nicht so Bock drauf. Also das ist halt bis Wave 20.000 gehen, das dauert halt ewig. Das, nee. Ich werde, glaube ich, echt erstmal eine Runde fahren. Dankenswerterweise geht das ja echt zügig. Wie sieht es hier mit der Forschung eigentlich aus? 7 Minuten noch, naja gut. Was habe ich denn hier gemacht? Das war irgendwie nicht so geplant. Habe ich aus Versehen Insane genommen? Wollte ich gar nicht. Habe ich überhaupt den Challenge-Mode genommen? Weiß ich gar nicht. Nicht drauf geachtet. Ist sehr mit Reden beschäftigt gewesen oder mit anderen Dingen in meinem Kopf. Ja, was ich sagen wollte, ich farme jetzt noch ein bisschen Hard Challenge und dann gucken wir einfach mal, wo ich nächste Folge so angekommen bin von den Ressourcen und dann bauen wir unseren Blueprint ein bisschen weiter aus und dann gucken wir einfach mal, was noch so passiert. Ich glaube, so der wirklich, wirklich interessante Teil am Spiel kommt dann, ja, Tier 4, Tier 5 dann im Moment. Also Tier 3 ist ja eigentlich nur... Ja, man kann so ein bisschen in die Challenges reingucken, mal schauen, was man schon so schafft. Prinzipiell könnte ich wahrscheinlich nur, könnte ich hart wahrscheinlich auch total auf Level 200 schaffen, wenn ich meinen Blueprint vernünftig bauen würde. Müsste ich mir vielleicht auch mal was anlesen, aber nun ja. Oder einfach mal ein bisschen rumprobieren. Nichtsdestotrotz, wo war ich stehen geblieben? Ich hab's vergessen. Achso, ich wollte sagen, ist Tier 3 wirklich nur farmen, um auf Tier 4 zu kommen. Was aber dank der Challenges eben doch relativ zügig geht. Und ich hätte schon ganz gerne irgendwie so über 100.000 Gems, damit wir in der Factory endlich mal 7 Ressourcen pro Tick. Das fände ich sehr, sehr fantastisch. Aber das wird wahrscheinlich noch einen Augenblick dauern. Ich gucke gleich nochmal eben was. So, wir kommen hier bis Wave 145 ungefähr, circa. Das sind 29 Gems in, sagen wir mal, rund eine Minute. Vielleicht kommen wir auch nur bis 143 oder wobei, ich weiß nicht, wenn wir 145 nicht schaffen, kriege ich dann natürlich auch keinen. Vielleicht sind es auch eher nur so 28 Gems. Wie weit kommen wir? Okay, also sind das 29 in einer Minute circa. Und wenn wir den aktuellen Build jetzt hier ausprobieren, da werde ich total auf die Fresse kriegen, weil der überhaupt nicht dafür ausgelegt ist.
Aber okay, da kommen wir. Krass, da kommen wir voll weit, okay. Das sind 36, das sind 18 in. Okay, also zum Gems Farm ist Insane auf jeden Fall schneller. Was wenig überraschend ist, wenn ich ehrlich bin. ist aber nicht massiv viel schneller. Ich muss gleich mal gucken, was wir hier an Belohnung überhaupt kriegen. Vielleicht lohnt sich das auch mehr. Hab ich gerade gar nicht drauf geachtet. Na, geht so. Nimmt sich jetzt nicht so viel. Also wahrscheinlich müsste ich hier viel mehr auf die Auren gehen. Wenn ich ehrlich bin. Für den Insane-Bild. Wobei, vielleicht auch nicht. Wir müssen ja nur bis Wave 50 kommen. Der Bild geht erstaunlich gut dafür. Aber okay. Dafür, dass ich mir überhaupt keinen Gedanken drum gemacht hatte. Ach krass, haben wir sogar noch einen geschafft. Bis 41 sind wir gekommen. Kiekmann, dann kaufen wir noch ein Blöcklein. Setzen das da gleich mal rein. Und dann haben wir es, glaube ich, auch für diese Folge. Ja, ich farm ein bisschen die Challenges, sage ich jetzt, glaube ich, zum 8. Mal. Und wir schauen, wo wir nächste Folge rauskommen. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Und bis dahin, danke fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.